Natürlich kann man auch auf Instagram ausweichen in die Welt der Schönen, der Glücklichen und der Rabattcodes. Instagram, das kommt mehr vor wie Twitter als Soap. Alle sind schön und jung und essen lecker und haben mega Projekte. Instagram ist für Menschen, die zu gut aussehen, zu happy und zu funny sind, um sich groß mit Lesen und Schreiben zu beschäftigen. Natürlich kommen auch auf Insta wichtige Themen zur Sprache, Mental Health oder Aktivismus oder Feminismus und natürlich mein neues Buch, Link in der Bio. Nur bei sehr oberflächlichem Hinsehen ist Instagram eine Plattform, auf der man sich Bilder anschaut von Freundinnen und Freunden. Eigentlich ist es, ja, es ist sowas wie Teleshopping für unter 30-Jährige, im Kern. Wäre Instagram eine Ausstellung, es ginge dort sehr eigenartig zu. Und dann weiß ich auch nicht, was ich dann gesagt hätte. Ich hätte einfach... Mit dem Betreten der Halle stimmt ihr unseren Nutzungs-Cookie- und Datenschutzrichtlinien zu. Wir benötigen euer Einverständnis, um zu erfassen, welche Bilder ihr euch wie lange und wie oft anseht, wie alt ihr seid, wie ihr heißt, wo ihr wohnt, welche Orte ihr besucht und welches Waschmittel ihr für Buntwäsche nutzt. Oh nee, das klingt ja voll scheiße. Ach komm schon, wir wollen doch Tabeas Fotos sehen. Guck mal, das ist ja toll gemacht. Aber das ist doch einfach nur Werbung. Wo sind denn die richtigen Fotos jetzt? Was soll das denn? Ey! Das ist doch auch schon wieder Werbung. Wie dumm muss man sein, um darauf reinzufallen? Wo sind denn jetzt die Fotos von Tabea? Hier sind ja nur Bilder von total perfekten InfluencerInnen. Darf ich einen Schluck von deinem Hufhut? Fühlst du dich in deinem Körper nicht wohl? Ich bin Host für Mental Health Awareness. Schau dir doch meine 10 Sprüchebilder mit Binsenweisheiten an. Guck mal, wen ich kennengelernt habe. Das ist Jeremy. Nach so vielen schlechten Erfahrungen mit Online-Trading vertraue ich bei Bitcoin und Forex-Investments nur noch auf @ForexKelsey123. Probieren Sie aus. Es. Komm, wir gehen jetzt. Och, warum denn? Hallo. Welcher Mann will befriedigt werden? Ich habe einen dicken Arsch. Seid ihr sicher, dass ihr meinen dicken Arsch ignorieren wollt? Ich bedauere, dass ihr die Ausstellung verlassen möchtet. Hey, was ist denn das für ein Horror? Ey, wer tut sich das denn freiwillig? Mindset, siehst du, das ist ein Fehler sein können. Aber es ist einfach eine tolle Chance. Ja? Ja, es ist einfach was du brauchst. Du bist schön, du bist schlau. Du bist gut, ja?